Hallo, herzlich willkommen zu meiner Montagslage. Ja, die letzte Woche vor den rheinland-pfälzischen Sommerferien hat begonnen und für uns bedeutet das im rheinland-pfälzischen Landtag nochmal Plenumszeit. Deswegen mache ich mich jetzt gleich auch auf den Weg nach Mainz zum Pressegespräch zur Vorbereitung des Plenums am Mittwoch und am Donnerstag. Es wird am Mittwoch eine Regierungserklärung unserer Ministerpräsidentin geben zum zweiten Jahrestag der furchtbaren Flutkatastrophe im Ahrtal. Auf diese Regierungserklärung werde ich als Fraktionsvorsitzende auch erwidern. Das wird sicherlich der zentrale Punkt am Mittwoch sein im rheinland-pfälzischen Plenum. Wir haben aber darüber hinaus, also sowohl am Mittwoch als auch am Donnerstag, noch wirklich vieles zu diskutieren, zu besprechen, ob das Solargesetz in zweiter, dritter Lesung oder ein Antrag aus dem Bereich der Wissenschaft und vieles, vieles mehr. Also es lohnt sich auf jeden Fall, am Mittwoch und am Donnerstag den Livestream von landtag.rlp.de einzuschalten und bei den Debatten live dabei zu sein. Heute am Montag möchte ich euch aber zunächst nochmal einladen zur virtuellen Mittagspause. Ich freue mich auf Sebastian Pattberg von der Maxwell Energiegenossenschaft. Und ich habe es ja eben schon gesagt, wir diskutieren in dieser Woche das Solargesetz und beschließen es auch. Und es wird von daher auch in der virtuellen Mittagspause unter anderem über das Solargesetz zu diskutieren sein. Ich freue mich auf meinen Gast Sebastian Pattberg und wir werden uns treffen drüben bei Instagram. Ja, und so wird die Woche, wie gesagt, geprägt sein vom Plenum, aber es wird auch Termine vor Ort geben. Und ich freue mich sehr, mit meinen Marktpositionen und der SPD-Landtagsfraktion wieder vor Ort zu sein. Beispielsweise am Dienstag bei meinem Kollegen Hendrik Hering in Bad Marienberg, wo wir auf dem Markt stehen werden und für Gespräche für die Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung sind. Und am Samstag bei meiner Kollegin Jacqueline Rauschkolb im Donnersbergkreis und auch hier mit den Marktpositionen vor Ort. Und ich freue mich auf viele gute Gespräche. Ja, und ich freue mich auch noch am Dienstagmorgen auf die Hermann Gmeiner Realschule in Daden. Ich war jetzt ziemlich oft dort vor Ort. Und am Dienstag werden wir an einer Baumpflanzaktion teilnehmen. Ich will einfach nochmal dieser Arbeitsgemeinschaft, die sich rund um das Thema Friedenserziehung, Friedensgeschichte dieser Thematik widmet und die so viele junge Menschen wirklich begeistert, ganz herzlich meinen Dank und meine Anerkennung aussprechen. Und ich freue mich, dass ich am Dienstagmorgen dann auch dabei sein darf. Ja, und dann beginnen die rheinland-pfälzischen Sommerferien und ich werde mich erstmal eine Zeit verabschieden. Am Montag, dem 24. bin ich noch ziemlich viel unterwegs. Da werdet ihr auch noch hier einiges von mir hören. So freue ich mich beispielsweise am Montag auch auf meine Städtetour in Daden, wenn ich mich mit dem Dadener Einzelhandel treffe, um über das Thema Innenstadt der Zukunft zu sprechen. Ich werde bei der Apotheke einen Abstecher machen, wenn es um das Thema Arzneimittelversorgung geht. Und am Montag werdet ihr noch einiges von mir lesen. Dann bin ich aber auch mal einige Zeit sozusagen offline im Urlaubsmodus. Und dann geht's hier weiter am 15. August und dann mit der Sommeraktion pur. Also, habt eine gute Woche, kommt gut in die Ferien, den Kids seien die Daumen gedrückt für die Zeugnisse und dann habt erstmal einen schönen Sommer.